Thank you. Das war die Winterrunde 2019-2020. Herzlich willkommen zur Siegerehrung der Wintergolftour, die Finalrunde heute. Das war ein Turnier, das in zwei Etappen gespielt wurde. Vorweg spielten die 18 Besten als Finalteilnehmer um die Hauptpreise. Hinten dran spielten 20 weitere Spieler um den Tagessieg einfach so. Wie wir alle wissen, war dieses Jahr die Winter Golf Tour von Titus gesponsert, gepowert. Andrew Lee, der Boss von Titus Europa Ballentwicklung, wollte heute da sein, aber leider ist sein Team krank geworden, musste da für ihn einspringen. Aber er schickt Grüße und hat gehofft, dass wir alle viel, viel Spaß haben mit dieser Serie. Ich glaube, Titus wird uns wieder unterstützen da in diesem kommenden Winter. Der Wettergott hat es heute gut und mit uns gemeint. Im Finale der Wintergolftour bei über 20 Grad. Das Gewitter ist irgendwie an uns vorübergezogen. Es sah zwischendurch nicht unbedingt gut aus. Aber wir hatten Glück. Ja, also ich würde mich auch ganz gerne bei euch bedanken, dass ihr mitgespielt habt. Es hat so viel Spaß gemacht, das mit euch zu organisieren und zu spielen. Ich hoffe, wir machen das nächstes Jahr wieder genauso. Auch ein großer Dank an die Mädels aus dem Sekretariat, meiner stellvertretend. Ja, das haben sie super organisiert. Unsere beiden verbliebenen Turnierteilnehmer. Ja, werden die Siegerehrung weiter akustisch unterstützen. Und wir fangen jetzt einfach mal mit den Sonderpreisen an. Wir hatten heute ja so eine Art inoffiziellen Saisonstart oder offiziellen Saisonstart. Wir hatten daher als allererstes einen Nearest to the Pin Anloch A8, den wir Nearest to Saisonstart genannt haben. Dafür erhalten die Teilnehmer einen Turniergutschein für ein Turnier ihrer Wahl. Bei den Herren mit 1,67 Meter hat das gewonnen Julian Weiland. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Bei den Damen Gitta Mundlos mit 6,31 Meter. Yay! Herzlichen Glückwunsch! Dann hatten wir weitere Sonderpreise, die ja letztlich ein wenig anspielen auf die Zeit in Quarantäne ohne Golf. Das Longest Time Without Golf an C2, ein Longest Drive. Dafür haben wir jeweils eine wunderschöne Golfclub Pferden Mund-Nasenschutzmaske. Gewonnen hat das bei den Herren Harm Schnackenberg, einer der wenigen Momente, wo er mal das Fairway getroffen hat. Harm, nimm es mir nicht böse. Und bei den Damen Katja Wenzel-Moritz. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben heute ja 22 Teilnehmer, muss ich mich korrigieren von gerade, einfach so mitgespielt, die an der Wintergolfrunde teilgenommen haben, aber sich fürs Finale nicht qualifiziert haben. Dafür gibt es einige kleine Preise. Auf dem ersten Platz fangen wir damit heute mal an, ja, weil er als Pro eine Runde unter Paar gespielt hat, leider aber nicht in der Wertung ist. Ralph McLean mit einem Schuss unter Paar. Ralph verzichtet aber auf seinen Preis aus der Wintergolftour. Zugunsten des vierten Platzes, der damit jetzt ein dritter Platz ist, Markus Mundlos mit 22 Brutto und 34 Nettopunkten. Herzlichen Glückwunsch. Für Markus haben wir eine Mütze. Eine wunderbare Mütze, damit der nächste Winter nicht so kalt wird. Eigentlich komisch bei 27 Grad, oder? Auf dem zweiten Platz mit 24 Bruttopunkten und 36 Nettopunkten. Benjamin Kreie. Tapfer geschlagen, Benni. Und Gewinner des Netto-WGT-Finales, der Teilnehmer, mit 36 Nettopunkten und 16 Bruttopunkten, ist Bernd Krebs. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hallo nochmal aus dem heimischen Garten. Wie ihr eben im Video schon gemerkt habt, gab es ein größeres Problem mit dem Wind gestern, weswegen wir heute einfach den wesentlichen Teil der Siegerehrung noch einmal nachdrehen müssen. Deswegen seht ihr mich jetzt auch
Gestern im Video war ich nicht drin. Dann starten wir einmal mit der Zusammenfassung der Ergebnisse aus den drei Handicap-Klassen, die wir schon in den vorangegangenen 9-Noch-Turnieren hatten. Beginnen würde ich mit der Gruppe C. Das war die Handicap-Klasse 26,3 bis endlos, sage ich jetzt mal so. Der vierte Platz wird als dritter Preisträger einen Preis kriegen. In dem Fall ist es Anke Schulze. Sie hat 32 Nettopunkte erspielt und bekommt als Preis ein Pencilback. Das ist ein Wintertrageback von Titleist. Dann der dritte Platz, der dann einen Preis bekommt für den zweiten Platz, ist Katja Wenzel-Moritz mit 36 Nettopunkten. Die als Preis ein Duffelback, das ist eine Wochenendreisetasche, von Titleist bekommt. Und der zweite Platz, der den Preis des ersten Preisträgers bekommt, ist Thorsten Rucker. Genau. Der sich ein Wokiewetsch aussuchen darf. Und die Siegerin in der dritten Handicap-Klasse ist Claudia Badenhoop, die wir ja schon bekannt gegeben haben als Sieger der gesamten Finalserie. Dann gehen wir über in die Handicap-Klasse 2. Das waren die Handicaps 28,2 bis 26,2. Da bleibt es bei drei Preisträgern. Dritter Platz Jürgen Giese, zweiter Platz Horst Lemmermann und erster Platz Thorsten Kemke. Zum Abschluss unsere Handicap-Klasse 1 bis 18,1 Handicap. Und da haben wir als Preisträger dritter Platz Harm Schnakenberg, zweiter Platz Nils Hoffmann und Gewinnerin in der ersten Handicap-Klasse ist Michu Asmann. Die auch, wie alle ersten Plätze, ein Wokiewetsch bekommt. Neben dem Spiele gestern in den einzelnen Handicap-Klassen mit den Preisen, die wir gerade verkündet haben, gab es ja auch noch das Finale zu spielen. Im Finale spielen durften die 18 Teilnehmer, die sich aus den Vorrunden qualifiziert hatten. Und diese 18 haben um den Finalsieg und um einen Putter von Scotty Cameron gespielt, der dann auch zu fitten ist. Dafür kommt der Scotty Cameron Putter Fitter zu uns auf die Anlage. Schönes Wort. Scotty Cameron Putter Fitter ist so ein Ding, das funktioniert auch nur auf Deutsch. Darf sich dann einen Putter nach Geschmack zusammenstellen, den wir dann anschließend bestellen und dem glücklichen Sieger übergeben. Oder ihr. Hier ist besonders zu erwähnen, die Teilnehmer, es waren vier, die sich in der Wintergolftour im Finale unterspielt haben. Auf dem vierten Platz Michu Asmann mit 39 Nettopunkten und einem neuen Handicap von glatt 10. Sie hat sich gestern also nochmal um den Teich gedrückt, obwohl das Wetter richtig gut gewesen wäre dafür. Auf dem dritten Platz Thorsten Kemke mit einem neuen Handicap von 22,3 und 40 Nettopunkten. Beachtlich, aber nicht das Ende der Fahnenstange. Thorsten Rucker auf dem zweiten Platz hat sich mit 46 Nettopunkten auf das neue Handicap von 28 gespielt. Und wenn ich jetzt schon einen Tipp abgeben dürfte, wer der Rookie of the Year wird, dann stehen die Quoten zwar echt bescheiden, aber mit sage und schreibe 53 Nettopunkten in ihrem ersten vorgabenwirksamen Turnier, nachdem sie die Wintergolfrunde schon ordentlich aufgemischt hat, Claudia Badenhoop und einem Handicap von 37. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Claudia darf sich jetzt ja einen Putter aussuchen, was das Problem, glaube ich, noch größer macht. Zeig mal so ein Modell. Ne? Ja, es die Dinger funktionieren leider. Wir gratulieren allen Siegern und freuen uns auf nächstes Jahr. Seid wieder dabei. Macht's gut.